Und das sollte auch bitte äußerst schlecht produziert worden sein. Das ist immer so eine Hammeraufgabe, weil man ist so in einem Perfektionismus-Gedanken und will die Sachen geil machen. Und dann sagen die, nee, es muss schlecht sein, so. Ich glaube, es hat geklappt. Ausweichkontrolle. Na ja, sind Sie in die Polizei? Er sagt Ausweiskontrolle. Was soll ich sagen? Dann kommt nichts, dann kommt nichts. Erst später, wenn er sagt Ausweiskontrolle. Dann kommt was? Ja. Ich sage was. Genau, dann sagt er, kann ich deinen Ausweis sehen und dann kommt das. Dann kommt das. Ist man Deutscher? Nur weil man hier geboren ist? Nein! Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nee, gar nicht. Du sagst ja gar nicht. Ist man Deutscher, wenn man hier geboren ist? Nein. Dann sagt er nein, du sagst gar nichts. Okay. Okay, machen wir weiter? Nein. Menschen wie du sind 1989 in Massen gekommen. Jetzt reiß auf. Arroganz ist. Ich finde das geil. Arroganz ist drin. Weiter spielen. Geldgierig. Teure Kleidung und oberflächlich. Und dann fängst du zögerlich an. Der Welt ist zu spät, ich dachte, drin. Oder ein Unterdeutsch, pass weg. Da kommt dann dein Einsatz. Jetzt reicht's aber. Ja. Dann nimmst du ihn. Was passiert dann? Dann habe ich ihn genommen. Und eigentlich komme ich dann wieder her. Oder? Ich bin richtig geschlagen ins Gesicht. Ja. Eigentlich müsstest du da vor ihm stehen. Ja, okay. Also, naja, weil ich so ja hinten stehen, dann nach vorne. Soll ich dann nach vorne kommen? Ja, irgendwie? Ja, los, komm schon, du Wichser. Ja. Dann gehe ich dann nach vorne. Hey, Leute! Die Polizei, los! Das Auto, los, komm, spinnt ihr! Ich bin der Muskulöse. Ja, wenn ich hier, oh, komm, vielleicht aufstehe, dann muss ich mal ein bisschen pushen. Das geht aber da rein. Jetzt ist es aber. Okay. Ich hab das geschafft. Jo. Yes. So. Das sind die dümmsten Nazis. Diese Mundart. Leuchten mit Ehren. Wir machen jetzt kurz den Text von Aloysius als erstes. Bitte gebt ihnen die Texte, dann verteilen diese zwei Herren an euch die Lieder. Und Aloysius sagt parallel dazu, ich will mit ihnen singen, das alte deutsche Lied. Dann müssen wir einen Schnitt machen. Und dann machen wir die zweite Einstellung, wie ihr das Lied mit ihnen zusammen singt. Genau. Und wir... Also wir haben das jetzt gerade nicht bei Sonne gedreht, wir warten jetzt immer, so wie jetzt zum Beispiel würde es gerade gehen, aber es ist jetzt immer mal, wenn Sonne kommt, können wir nicht ansetzen, nur dass ihr es wisst. Das wird jetzt immer mal so eine kleine Unterbrechung.
Also es war ein relativ entspannter Tag, war sehr viel Sonnenschein, die Komparsen waren sehr entspannt. Wetter war gut. Zu gut, das ist ja, weil die Sonne schien. Ne? Und lustig drauf. Ich habe sie ja schon bei der Auswahl, wo ich sie ausgewählt habe, schon darauf vorbereitet, dass es ein sehr lustiger Tag wird. Die besondere Herausforderung, die Komparsen zu suchen, dass, weil das Projekt ja für die Komparsen kostenlos ist, beziehungsweise die Komparsen keine Gage bekommen. Da ist es eben schwierig, Komparsen dafür zu finden. Drehverschiebung und sowas. Ich habe gestern auch wieder 3 Stunden am Telefon gesessen, die Komparsen angerufen und gesagt, dass der Dreh wieder später beginnt heute. Und jetzt bin ich wieder dabei, Komparsen anzurufen, die jetzt noch nicht gekommen sind. Die Arbeitslosen, ihr habt 4, müssen raus aus Deutschland. Da müssten 2 ganz klar klatschen. Vielleicht 7. Und dann sieht man auch reich aus. Die 2 klatschen ganz laut, genau. Und du gehst bei dem Spruch. Fühlt sich angegriffen. Du gehst später, aber noch dort weg. Bei den Arbeitslosen Hartz IV. Die 2 da hinten, die regen sich auf. Bei diesem Hartz IV-Ding regen sie sich auf, beide, also zusammen. Und, aber das Ganze muss lautlos geschehen. Sie müssen sozusagen ohne Stimme. Ja, dann tue ich die Einhaltung der Grenzen von 1989. Können Sie mir mal erzählen, was Sie hier so machen? Rumsitzen. Rumsitzen. Und warum sitzen Sie hier rum? Ich muss doch. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Aufgabe. Ich wäre aber lieber jetzt im Bett. Lustig mit der Saison. Langeweile. Ich würde sagen, dass du ihn mitgebracht hast von zu Hause. Ne? Wow. Du warst sozusagen schon dabei. Ich habe meine eigene mitgebracht. Da musst du aber hier hinten noch. Gibst du die mal rein? Ja, habe ich mitgebracht. Das hat die Odin gesendet aus Valhalla. Alter, da musst du aufpassen, wenn das Ding sinkt. Lass du hier, ich habe meine eigene mitgenommen. Und dann kommt hier, willst du mich verarschen? Hier gibt's dieses Messer. Ich hab meine eigene. Ja, also, Scheiße hier. Ja, einfach. Okay, runter, Liegestütze. 1, 2, los, weitermachen. Komm, hopp, 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 anspannen. Ja, Timor, komm. Anspannen hier, da geht noch was. Geht schon so, hochspringen, komm, komm, komm. Arme hoch und anspannen die Bauchmuskeln. Okay, halb frei. So, Jungs, auch das hier ist eine Nebelgranate. Mit der üben wir dann. Bitte den Scheiß nicht einatmen. Der ist extrem giftig. Wenn ich davon jemanden halt erwische, der nicht aufpasst, den Scheiß einatme, kriegt ein Dritten die Fresse. Verstanden? Okay. Bei dem Steve bin ich eben daran gegangen, dass der eigentlich also ein Junge ist, der nie das bekommen hat, was er brauchte. Und es ist nicht unbedingt Liebe, es ist aber einfach Anerkennung. Es ist einfach so Sachen, die eben essentiell sind. Ne? Also wenn du immer enttäuscht bist, wenn du immer irgendwie, dann brauchst du irgendwann einen Sündenbock. Weil also an dir nah ranzugehen, an dich selber, das tut weh. Ja, also man verbrennt unglaublich viele Kalorien, während man auf einen menschlichen Körper einschlägt. Und die muss man ja auch irgendwie wieder ausgleichen. Ja, habt ihr gehört? Essen! Ich bin in Produktionsleitung und stehe in der Küche. Eigentlich ist mein natürliches Habitat. So, vom Set kriege ich ja wenig mit. Ist vielleicht auch ganz gut so. Du musst jetzt aber abkratzen, nicht? Ich bin sozusagen hier auf deiner Hand mit der Kamera. Du nimmst das Ding und erklärst kurz, was das ist. Okay. Und sagst, hier aufpassen beim Üben, giftiger Scheiß, nicht einatmen. Und laufen bewegt. Ne? Okay, reicht.
rein ins Auto. Das Gesicht an die Scheibe. Jetzt ist ordentlich was drin, jetzt ist gut. Mach mal Gesicht kurz. Bitte. Wieso denn aufmachen? Panik bekommen. Nee, aber nur auf. Kannst du mal 10-mal mehr reinballern? Ich habe schon eine tolle Wunde geschminkt, die nachher gar nicht im Bild war. Was hast du denn hier so getrieben die letzten Wochen? Das. Und das. Und das mit der Brille. Ja, ich habe Schärfe gezogen. Juhu. Ich bin froh, jeden Tag dabei zu sein. Ist doch ganz cool. Also lass mich jetzt mal mein Schwert das mal hier reinziehen. Ja, genau, hier. Siehst du? Wir haben ganz coole Zeit. Juhu, yo. Ich halte einfach drauf, ne? Das ist ja, wie sagte Hitchcock so schön, im Spielfilm ist Regisseur Gott und im Dokumentarfilm ist Gott der Regisseur. Und darauf lege ich mich jetzt mal fest, ne? Ich versuche das Beste auszulegen, was Gott hier organisiert. Hey, dann Ruhe bitte, wir wollen reden. Ich habe noch nie ein Interview unter 4 Promille gegeben. Und da gibt es jetzt hier ein bisschen Gegenverkehr. Ganz normaler Leipziger Straßenverkehr. Kannst du mal sagen, was du hier machst? Ich mach das Making of. So wie du. Ich bin Bernd, ich habe den Parteivorsitzenden gespielt, der NPO. Das heißt also einer, der die ganze Sache in der Hand hat. Die ganze Sache der etwas doch menschenverachtenden, nationaldeutsch denkenden Gruppe. Als noch nicht ersichtlich war, dass es nur für einen Film ist und wir hinter so einem Nazi-Stand standen und die ganze Zeit von Leuten angepöbelt wurden. An die Leute nochmal danke. Wir sind gegen Flüchtlingsheime und wir sind gegen mehr Asylanten und wir sind gegen Arbeitslosigkeit. Und denn wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Und wir sind Deutsch und wir bleiben Deutsch. Denn wir sind das Volk, dass es ein bisschen rhythmischer kommt. Wir sind das Volk. Und wir bleiben das Volk. Und wir sind Deutsch. Und wir bleiben Deutsch. So, ich will das hier noch. Das ist nicht so reinsteigen. Ja, so aufgeregt war ich. Wir sind gegen Asylanten und gegen immer mehr Ausländerheime. Und wir sind gegen Arbeitslosigkeit. Denn wir sind Deutsch und wir bleiben Deutsch. Und wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Wieso ist er auch? Ja? Und jetzt von der Arbeit. Es geht nur ganz magisch rein. Das ist ja mit Strom. Ja, ja. Sagen, wenn es so fett ist. Was brauchst du? Gut, wenn wir wollen, dann leider eine Zigarette. Ja, ja. Ich habe ja auch nicht gesehen. Heute ist ein Meinungsart. Weil du lässt uns jetzt nämlich nicht gefallen, wie die mit uns umspringen hier. Das ist eine Frechheit, warum uns hier diese immer mehr Asylanten reinkommen. Gibt es sowas? Ja. Mit dem Schnauzbart. Als der gerade gesprochen hat, ist ein anderer vorbeigegangen und der musste nur so zur Seite gucken und grinsen, weil er das einfach, es war natürlich authentisch gespielt, aber es war auch so echt und so lächerlich dann wieder, ne? Und deswegen, dann musste er so weggucken und grinsen. Sie manchmal ein Stück Kuchen? Den kennen wir, das ist sehr bekannt. Also auf jeden Fall, wir haben viel gehört. Oh ja, ich sag, wird der Stadt hier bei einem machen. Tollstes Erlebnis war eigentlich der erste Drehtag. Da haben wir auf dem Lindenauer Markt gedreht. Etliche der umgebenden Leute, die uns zugeguckt haben beim Drehen, die dachten, es ist eine echte Kundgebung. Unter anderem kam ein Kollege von mir aus dem Haus gestürmt und schrie, was macht ihr da, verschwindet hier. Und dann sah er mich, fiel mir um den Hals und sagte, dass du hier dabei bist, das ist toll. Bingo, Bongo. Dabei.
Das ist ja russisch, versteht er ja auch nicht. Bei mir wird jeder bedient. Die Idioten müssen auch essen, sonst werden sie aggressiv. Okay. Aus. Ja, mindestens eine volle Flasche selbst da. Bist du mal mit der Ketchup? Ja, genau. Stellst du doch mal auf den Kopf. Hier kannst du beweisen, dass du dich integrierst in der Partei. Quatsch nicht. Ich will heute kein Wort von dir hören. Gute Truppe. Ja, na, müssen wir noch mal ein paar Lampen hier aufstellen. Damit die. Wie heißt es? Ach, jetzt, wo es drauf ankommt, vergesse ich die ganzen Vokabeln. Da klatschen jetzt schon Leute, dass er aufhört. Hat genau das gleiche Gefühl. Ja, hallo, hier aus Frei. Ich weiß gerade nicht, wer den Rentner spielt, aber ich finde es aus. Also man könnte das ja auch so machen, ne? Dass man nämlich nur essen sieht. Besonders harte oder besonders schöne Tage? Oder beides? Ja, beides. Noch ein bisschen enger zusammen. Also für mich wäre es gut, für die Kamera ist es gut, wenn es hier stattfindet, nicht so bei der Wand, aber noch Schuss gegen Schuss machen. Und ein bisschen weiter hierher. Wir gehen von einem mittelschweren Schädel-Hirntrauma aus. Ich spiele ja die Moni, die Frau an Sikomoyas Seite. Und ich bin sehr dankbar darum, dass ich in diesem Film mitgespielt habe. Dankbar angefangen mit dem Drehbuch, das ich sehr gut geschrieben fand. Ich fand den Umgang mit einem Thema, das schon sehr oft in Angriff genommen wurde, äußerst originell, verspielt, provokant. Und bei der Umsetzung und der Zusammenarbeit mit Carly und Tillmann ist das Schönste für mich gewesen, dass, obwohl das Drehbuch klar und gut geschrieben ist, dem Schauspieler selbst noch sehr viel Raum gegeben wurde, es mit eigenem zu füllen und auch Improvisation mit gern gesehen wurden, was das Ganze lebendig und spannend gehalten hat. Betty ist jetzt im Kostüm auch da. Dann ziehe ich mich gerne um. Ja, können wir auch alles machen, dass wir fertig eingerichtet sind, können den Ton schon mal holen. Ja. Okay, dann hol ich Ton und bringe sie zur Stadt. Gibt es eine Tasche für dich? Die Frage ist, ich frage mal die Steffi. Die Tasche würde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Die Frage ist, ob wir erstmal die drehen und nachher die Aloysius hier. Ding,
Anziehen. Nee, weil es ist ja auch oben offen. Das ist auch nicht angeschlossen. Also das ist nicht angeschlossen? Na, das ist nur so locker verbunden. Aber das ist nicht ganz schnell. Die Deswegen sind Blutkonserven noch so teuer. Zaubern kann ich auch. Ich kann immer die unmöglichsten Sachen in der letzten Minute ins Set zaubern. Ich werde wohl wieder Klappe schlagen müssen. Ja. Szene 84, Einstellung 5, Take 4. Irgendwann haben wir alle angefangen, mit jemandem ein Problem zu haben. Und es war mir dann unangenehm, dass ich mit niemandem so richtig ein Problem hatte. Drecksau. Keine deutsche Frau mehr ficken. Danke aus. Wieder so ein bisschen verkuppelt geworden, vielleicht. Ja, kann ich nicht. Pia? Wir müssen da Steiner mal noch ein Stück tiefer hängen. Sie wollen mal nicht so sagen. Oder der Patient, die sich richtig abgeputzt haben und hier und so. Ne? Hast du was geübt, sozusagen? Ja, dann weiter im Krankenhaus. Entschuldigung, ich habe keinen. Ist das jetzt ein ausländischer Name? Oder das geht halt voll auf den Nerven. Was haben die alles für komische Namen? Also, bei Ost über die ordnungsmäßige Durchführung der Rücküberführung von ausländischen Fremden in ihre ursprünglichen Betriebe. Heimatnation und. Oh, wer hat diesen dummen Text geschrieben? Sag mal, ist Vincent Nevsky deutscher Name? So, was habt ihr gemacht? Was macht ihr hier? Wir kürzen eine Hose. Mein Chef hätte mich früher geschlagen, wenn ich mit zu zweit einen Job gemacht hätte. Ich bin Maler. Und wenn ich da auf der Baustelle zu zweit an einer Wand Tapete abmachen würde. Nee, wir lernen hier gerade. Ihr lernt? Ja. Was lernt ihr denn? Victoria lernt, wie man hier eine Hose kürzt. Ah ja. Genau, und ich zeige dir das und deshalb machen wir das zusammen. Sehr gut. Wenn wir uns jetzt beeilen, sag ich mal, wären wir heute vielleicht sogar noch fertig. Szene 55, 5, Take 3. Im Stehen, bitte. Oh, liebe Moni. Liebe liebe Moni, lass uns jetzt auf dem Rummel. Ich will meinen Job feiern. Muss das jetzt sein? Wenn nicht morgen oder übermorgen oder Morgen, übermorgen, da habe ich keine Zeit. Da muss ich zur Schulung für den Job. Ja, das ganze Wochenende.
Das ganze Wochenende. Die Angel runter, die Angel runter. Wir machen einfach mal. Was aus, das ist ein Take. Sag mal. Nicht in das Blatt hinein. Okay, abgebrochen. Abgebrochen. Als der Rahmen dann so klar war, in welche Richtung geht das, wie soll das klingen, hat es auch richtig Spaß gemacht. Das war geil. Ja, was soll ich da noch mehr sagen?